Hallo liebe Freunde und hörst auf zu husten, herzlich willkommen zu unserer weiteren Brettspielrunde, diesmal Magic the Gathering und zwar Commander. Was gibt es zu Commander zu sagen? Ich habe auch gerade erst in die Regeln reingeguckt, ich habe es nämlich noch nie gespielt. Wir sind übrigens auch noch alle da. Hallo. Nö, die interessieren mich überhaupt nicht hier. Die waren gerade unnett. Wenn Vita seine Magic-Karten hat. Wenn ich dran bin, dann geht's los. Magic hier. Ja, das ist so die Commander-Karten. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Jeder hat einen Planeswalker als Commander. Das bedeutet, in diesem Format, mit meinen Mitspielern, ich habe keine Ahnung, wie spielen wir das jetzt? Also, nur noch die Regeln. Die Regeln sind eigentlich die ganz normalen für Magic. Das Besondere hier ist, der Commander liegt immer außerhalb des Decks, in der Commander Zone, ja. Und man kann den Commander zu jeder Zeit spielen, wie man normal das Monster spielen kann, halt. Oder Planeswalker. Für die normalen Kosten. Jedes Mal, wenn der stirbt, also beziehungsweise das Spielfeld verlässt, durch was auch immer, durch Zauber oder ins Exil schicken, kann man ihn halt wieder in die Commander-Zone zurückschicken. Und muss man jedes Mal, dass er halt aus dem Spiel genommen wird, zwei Farben so mehr bezahlen. Das heißt, es wird immer teurer. Und normalerweise, wenn man kein Planeswalker hat, sondern eine legendäre Kreatur, die auch angreifen könnte, würde jemand, der 21 Schaden von einem einzigen Commander kriegt, auch das Spiel halt ausscheiden, egal wie viele Lebenspunkte er hat. Und ja, das war's eigentlich schon. Also viel anders ist es nicht. Halt, man kann ihn immer spielen, weil er außen liegt und heil in der Decks. Das heißt, in dem Fall 99 Karten, weil der Commander draußen liegt. Kann der in dem Fall auch der Commander wie bei normaler Planeswalker angegriffen werden? Ja, okay, sicher. Die Token kann ihn also ganz normal runterhauen. Ja, aber nur wenn er auf dem Spielfeld liegt. Ne? Ja. Ja. Hast du gesagt, dass man den wiederholen kann, dass das mehr kostet? Zwei kostet. Noch ein Unterschied zu den Commander-Decks und den normalen Decks? Es ist hier nicht so, dass jede Karte nur einmal drin ist? Ja, ist ein Highlander-Deck. Das ist das Typische dafür. Also 100 Karten bzw. 99 jetzt, alle unterschiedlich. Außer Länder dürfen doppelt sein. Natürlich. Wäre blöd. Ein Land. Nein. Hier ist auch noch ein HP, es dauert immer ein bisschen. Ja. Du hast nur Karten, die mindestens zwei Mana kosten. Ja. Ich hoffe, mein Ziehen, ich hoffe, wir haben auch alle gemischt und nicht gestellt. Ja, wir vertrauen euch da jetzt mich mal. Trotzdem lieber, also ich hoffe, mein Brain Freeze hört jetzt mal auf. Irgendwie, ich komme gerade gar nicht mit. Sollten wir nicht die Karten vielleicht aus der Mitte rauslegen, damit wir hier spielen können? Das wäre doch mal eine Idee, oder? Genau. So. Ja, die hier kommen ja raus, aber das Deck bleibt, meine Lieblingsmelodie bleibt oben. Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß natürlich nicht, wie viele man nachher erkennen kann. Also die Karten lesen wird man wahrscheinlich nicht. Ich möchte ja immer alles schön vorlesen. Du musst sieben Karten ziehen. Hast du irgendwie einen Abschlag? Das heißt, die starten jetzt im Exorbisieren und sowas. Ja, wir gucken das Ganze schön. Aber die sind aber nicht in der Commander-Zone. Also das ist die Commander-Zone. Am Rande des Spielfelds. Also ist er schon in der Kommando. Ja, das ist einfach das da, ist da, wo da wohnt der halt. Der wohnt, der wohnt da. Nur ein offizieller Name für die liegt da. Die liegt da. Die liegt halt nicht im Deck, deswegen Command. Das ist so. Wir ziehen trotzdem sieben Karten, ja? Yes, please. Ich will, was ist denn heute? Und das Mulligan ist auch sonst wie immer. So. Also gerade eben, als ich dachte, wir machen jetzt die Aufnahme, war bei mir Klick und aus. Das Lampenfieber schlägt zu. Da kommt er wieder. Achtung, Leute. Ja, es ist ungewohnt für mich, dass ich irgendwas fürs Internet mache. Aber das Internet ist noch so neu. Dieses Internet. Das Neuland, ne? Ja, das ist einfach. Du musst ja eben auch ein bisschen umrollen. Ja, klar. Kann man nicht vorher da aufnehmen machen oder so. Nein. Die Idee kam jetzt gerade erst. Bitte, darf ich hier nicht noch hier die Gläser runterhauen? Haben wir das noch drauf? Ne, da haben wir nicht drauf. Dass du die Kamera ist jetzt angemacht, wo du gegen den Tisch gestoßen bist und das Glas schnell genommen hast. Da weiß ich nichts von. Ich will ja nichts sagen, ja, aber ich habe hier das erste schon gerettet. Ja. Perfekt. So. Was mit uns? Ich kenne jetzt leider das Deck nicht so wirklich, na gut, um zu überlegen, ob ich eine Mulligan nehme. Okay, von da kann man nichts erkennen. Die Karte ist einfach nur weiß. Gut. Unsere Decks sind übrigens noch neu. Ne? Wird spiegelt. Nagelneu. Wir brauchen doch den dritten Würfel. Warum hast du da noch? Na, ich sag nur. Okay. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin irgendwie. Ein W20, oder? Es ist halt möglich, dass der Planeswalker Schaden macht. Ah, okay. Das. Ah. Jetzt hast du dich verraten. Wackelt der Weihnachtsbaum jetzt? Nee, ich hab die Karte nicht, aber. Nein, gerade ein. Das fiel mir gerade ein. Von unter den 99 Karten habe ich eine, die. Kampfschaden.
Ne? Nicht Kampfschaden. Das ist mein. Du hast auf einmal schwarze Karten drin. Dann kann ich doch schwarz-weiß wieder. Ach, du bist dieser Lebensgeier bestimmt, ne? Und weiß. Ja. Ich kann ja nicht ablesen. Wo wollt ihr die Commander hinlegen? Bei dir in der Ecke oder so. Nicht irgendwie. Das will ich halt in der Mitte spielen. Ach nee, vergiss was ich gesagt habe. Ja, natürlich vergessen wir jetzt kurz, was du gesagt hast. Nein, ich habe hab den Text zu Ende gelesen. Oh, Vita. Ich hab das doch nicht. Oh, da habe ich euch doch nochmal verraten. Oh, ich hab's doch. Also ich weiß nicht, ob ich einen Mulligan... Normal würde ich einen nehmen, aber ich weiß nicht, was in dem Deck drin ist, ob sich der Mulligan lohnt. Dann lass es drauf an. Nein, ich nehme einen. Ich auch. Zieht das auch unnötig. Spielen wir mit Friendly Mulligan oder... Heißt in dem Sinne... Dürfte man zieht trotzdem sieben. Wenn wir das machen, bin ich dabei. Ja, ich wollte gerade sagen. Also, nee, Freunde. Was? Ja, ich habe jetzt schon da gehört. Freundschaft ist nicht. Hallo? Friendship over. Freunde, ey. Was? Ich glaube, das hat gesagt. Da bin ich dabei. Ich habe schon lange überlegt, ob ich hier einen nehme oder nicht, aber. Das toll! Eine Karte ist vielleicht doch nicht mehr. Also zur Erklärung: Mulligan bedeutet, man zieht seine Hand neu. Normalerweise zieht man dann eine weniger. Es sei denn, man, spielt, kann beschließt das anderes. Man spielt mit Freunden. Das war Friend 3 von 5 haben jetzt dafür schon abgestimmt. Bei den Computerspielen zum Beispiel zieht man auch den ersten Mulligan voll. Scheiß Computer. Echt? Ja. Das haben sie aber doch geändert dann noch nicht, weil ich erinnere mich, glaube ich, dass du da auch eine weniger bekommen hast. Bei M15 und M14 nicht. Ja, komm. Mein lieber Freund, das ist eine Karte zu viel. Das sehe ich auf den ersten Blick. Aber wir wollen ja jetzt. Das ist also, schon mal schon. Jetzt wäre es super friendly. Ja, super friendly. Da darf man pro Mulligan eine Karte mehr auf die Hand. Das nennt sich Freundschaft plus. So läuft das hier nicht, ey. So, was fangen wir an? Oder ich habe hier meinen Mulligan gezogen. Hier, pinker Würfel. 2, wow, das war scheiße. Ja, dann machen wir weiter mit Pinky. 3. Wir nehmen es. Wir nehmen es mit 4 Würfeln. Ich hab 20. Der kriegt den Hals nicht voll. Nee. Ja, weil er hier. W20. Muss es ja versuchen, ne? Und dann bin ich wieder letzter. Sonst würfeln wir mal mit W20. Was mit W20? Friendly würfeln? Ja. Friendly würfeln? Ich bin hier zu Hause, ich darf hier, das sind meine Regeln hier. Ihr mit eurem W6, ich bin W20. Wenn ich niedriger als 6 würfel, darf ich neu würfeln. Dann nimm mal bitte den gelben, der würfelt eh nur 1. Das ist richtig. Den spiele ich deswegen im Hause, ich nur beim DSA. Okay, jeder equippt sich jetzt, ich bin Krieger. Moment. Ich bin super Krieger. Oh Gott, ich bin eklig, ich habe 8 Beine. Ich bin eklig, ich habe 8 Beine. Ja, tut mir leid. Und die Karten auf deiner Hand sind auch okay? Die Starte. Die sind auch okay. Starte ich ganz mal. Ganz viel Elfen und so. So. Echt Elfen? Oh. Ja, das ist eklig. Was machen es? Nur Elfen, Elfen, Elfen. Elfendecksen. 8-beinige Elfen, 4-beinige Elfen. So, kannst du losgehen? Ja. Dann starte ich mal hier. Elf, der 8-Bein-Elf. Was ist das? Nee. Was ist das? Erklär mal. Das ist ein weißes Land, eine Ebene. Ah, was kann die? Sieht aber die kann für Mana getappt werden. Länder gelten übrigens in einer Ebene. Immer als farblos. Möchte ich mal einwerfen. Wie bitte? Aha. Wie bitte? Was hast du gesagt? Länder sind immer farblos. Achso, okay. Ich darf jetzt auch ziehen. Klug, Scheiße. Ja, aber nur eine, ne? Nicht Freundschaft plus. Was? Ich dachte, wir erklären dir auch irgendwas zum Spielen oder so. Wir erklären dir nicht, was wir spielen. Das ja, ich hab's ja nicht hingekriegt. Siehst du? Ich hatte einen Brain Freeze. Du kannst gar nicht mehr anfangen damit, ey. So, ich spiele auch ein Land und dann. Hast du gezogen? Hat er. Wirklich? Hat er. Er hätte sonst zu dir. Oh, der kommt raus. Und den guten Sonnenring, der meinen Mana-Vorrat um 2 farblose Mana nochmal. Aha. Ah, das ist ein sehr gutes Artefakt. Ich ziehe auch mal gute. Hab ich gesagt, dass ich fertig bin, Vita? Ich denke nicht. Du bist ausgibt. Ach nee, bist du nicht. Du hast ja Artefakte liegen. Verdammt. Ich bin fertig. Ja, da hätte ich schon eine Verwarnung bekommen. Ja. Dieses Land kommt getappt ins Spiel. Boah. Und ist ansonsten quasi eine Insel. Ich könnte es auch noch cyclen für 2 und eine Karte ziehen, aber das mache ich nicht. Fertig. Schön. Ja, toll. Bei mir kommt auch das Land getappt ins Spiel. Es kann außerdem noch, lege auf jede grüne Kreatur, die in diesem Zug ins Spiel gekommen ist, eine plus 1 Zusatzmarke, wenn ich es dafür tappe. Aha. Oh. Jetzt brauchst du nur noch einen Zurücktapper.
Und dann gibt Tappy Tap. So. Tappy Tap, Tappy Tap, Tappy Tap. Und damit bin ich auch fertig. DJ Magic. Tappy Tap. DJ Magic. Voll die Spielidee. Ja, es gibt so ein Tab-Deck, das ist einfach. Ich weiß. Da, ich werde gewinnen, muss ich's durchziehen. Okay. Ja, der nächste bitte. Krasser Zug. Ein Artefakt in der ersten Runde ist auch nicht schlecht. Voll OP. Für eins auch nochmal ein Artefakt in der ersten Runde ist wirklich ordentlich. Da geht was. So, ich muss alles. Oh, jetzt. Und dann kommt die Zauberverdoppelung. Der Overlord. 2-2. Oh, mit Flash und der spielt sie so. Was hat sie als Vorteil? Anblitz. Naja. Ich kann, hätte sonst einen Zauber kopieren können, aber. Eieiei, also das ist. Du bist fertig, ne? Ja. Ja. Kein Mana, holt ihn euch. Schnappt ihn euch. Stimmt, ich hätte noch den Commander holen können. Eine Inselpinsel, ein Sonnenring. Och, Nachtmacher. Hat jeder. Hat was kann eigentlich mein Commander? Ich fragte sich jetzt, weißt du? Spielt schon eine halbe Dein Stunde. Dein Commander kostet doch 6 Mana, brauchst du gar nicht gucken. Da kostet du musst du gucken, wenn du nicht dran bist. Ja, bist fertig. Was sag ich dir nicht? Mach mal. Das habe ich schon getwittert. Jeder hat es schon gesehen, ja, natürlich. Live. Oh, krasser Shit. Oh, und wisst ihr was? Jetzt kommt der übelste Zug. Komm schon. Spielen so. Boah. Oh, er zieht ein Land und spielt es direkt. Das ist auffällig. Das hat er Zug, hat er Zug. War der Mulligan vielleicht nicht erfolgreich? War nicht schlecht. Denn. Das heißt aber nicht, dass er gut war. Aber besser als der. Oh. Das ist schon mal gut. Von 0 auf 1 Land. So, 3 Mana, spiel ich mal die Geisterprozession. Eine Hexerei, bringe 3 1-1 weiße Geistkreatur, Spielstein mit Flugfähigkeit ins Spiel. Oh, ey, Spinnchen, wo bist du? Oh, ja, der Reach. So. Reichweite. So ein Spinnnetz ins Gesicht schießen. Wobei bei Geistern. Geister, ja. Ganz wertig. Schreib's. Naja, Grant spielt jetzt den Ghostbuster und dann. Delidelidi. Oh Gott. Er ist jetzt schon mal rotieren. Ich geb auch, hat keinen Sinn. Ey, Runde 2. Nee, komm. Alles verloren. Meine Würfel richtig. Nee, wir haben Schlange gegriffen. Ja, ja. Ist schon fast tot. Ist er durch den Sumpf gelaufen? Und dann schwappt es mich durch rüber über die Ebene. Fertig? Ja, klar, schon. Und assimiliert einfach vor sich hin. Nicht zu, du musst aufpassen. 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 Jetzt gleich wird schon nach Sympathie angegriffen, sehe ich hier. Da kommst du ganz schlecht weg, mein Freund. Das ist ja cool. Pegasus. Pegasus. Auf der Rückseite der Korbsoldat. Korr. Arr. Arr. Soldat, nicht Pirat. Oh, okay. Oh, du bist ein Piratensoldat. Entschuldigung, Arr, Sir. Ich greife mit dem Shigo an. Was? What? Was? Das sind 3 Leben für mich. Ich würde ja schon gerne die Begründung mit dem mal wissen. Ja, weil ich Angst habe, jeder Angriff muss gerechtfertigt werden. Vita mit seinem Blauen kann wieder irgendeine so Scheiße hier, nimmt das auf die Hand oder so. Und das du kannst fiese den töten, Lache, theoretisch weißt du das? Wahrscheinlich. Und gut, sie gut kann nur Duelle machen. Gut, ist okay, habe ich verstanden. So. Bist du dann fertig? Nein. Oh. Jetzt geht's erst los. Jetzt geht's los. Ich tisch auf. Ich spiele dann das Dorf der Flammensippe. Oh, das kommt aber auch getappt ins Spiel. Und Sippen. Kann Eile bis zum Ende des Zuges auch einer Kreatur. Jetzt darfst du. Oh, da steht so viel. Ist Eile Erstschlag? Da steht nein. Nur, dass Eile es ist, das kann einer, wenn er ein Spiel kommt, wenn er direkt Altar bis gezeigt hätte, dann. Schwuppdi, wuppdi. Buh. Gehst du jetzt auch auf Schwuppdi? Hey! Moment mal! Tu was! Mann! Ich bin hier noch allein im Sumpf.
Du bist. Das ist nicht halt hier, der für mich kämpft. Ah, Gott, du bist so eine Scheiße.